Johan Bennerborn zeigt es an, so soll es gehen in der Offensive. Und diesen Weg findet man später auch. Zu diesem Zeitpunkt, 38. Minute, Powerplay für die 99ers und der 25-jährige Lette Renas Krastenbergs macht seinen ersten von zwei Treffern übrigens an diesem Sonntagabend. Die Strafe gegen Graham Knott. Und das wird von den 99ers kein Sieger in der regulären Spielzeit. Die Grazer ohne viele Akzente in den letzten 20 Minuten, aber in der Overtime. Renas Krastenbergs dreht einmal die Runde, macht den Doppelpack und bringt den 99ers den Extrapunkt. Die Grazer mit zwei Punkten gegen die Linzer, die bei einem Punkt in Graz bleiben, obwohl sie an diesem Abend die stärkere Mannschaft waren. Die kleine Möglichkeit bleibt.